Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Truest Bastion Nation. Meine Kacke, ich vergesse es auch immer wieder. Wir sind immer noch beim gleichen Aufnahmedatum, 10.12., nur 2 Stunden später, gut. Was machen wir? Zweieinhalb. Was machen wir? Wir spielen weiter. Ich habe jetzt bis Donnerstag aufgenommen, habe aber Angst, dass ich es nicht schaffe, in der Woche weiter aufzunehmen. Das heißt, ich nehme jetzt noch 3 Folgen auf, kann sein, dass sie ein bisschen länger werden, so wie ich Bock habe. Zum Windows aktivieren, was da unten steht, erzähle ich gleich noch was, das soll ich jetzt aktuell erstmal nicht stören. Wir müssen einen Dauerauftrag nehmen. Hol dir einen neuen Auftrag. Neuer Auftrag. Unendlich. Fortsetzen. Festhalten. 102. Bin ich ja schon gefahren. Neue Aufträge. Ach, die 102 ist ein Dauerauftrag. Achso, ich habe den Auftrag schon gefahren. Das heißt, muss ich den jetzt fahren? Anwenden. 8.06.7 Uhr. Heute ist der 8.06.7 Uhr wahrscheinlich schon. Ne, morgens. Das ist wahrscheinlich der, den wir gerade schon gefahren haben. Machen wir das doch. Kein Problem. Der Bus wird ja dreckig. Voll ätzend. Durchgehen, Toppchen, fehlt eigentlich ein Sitz. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Mein Lenkrad erkennt er gar nicht. Voll geil. So, ich sitze gar nicht im Bus. Hauptmenü. Wir laden einfach mal den Spielstand, den ich gemacht habe. Ich weiß noch nicht, warum. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, ob wir den jetzt ans Laufen kriegen. Sonst starten wir Spielstand ein paar Mal. Deswegen immer ein Safe machen. So, soweit waren wir schon. Mark mit dem. So, nächste Runde, neues Glück.
Jetzt geht's. Keine Ahnung warum. So, wir fahren die Runde. Ich quatsche ein bisschen. Warum das mit dem Windows aktivieren und steht, erzähle ich jetzt auch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Projekt halte. Ob ich irgendwann sage, komm, ich schnapp mir einfach mal einen... Oh, fuck. Alter. Ich schnapp mir irgendwann einfach mal den Bus und Fahrtouren. Dann aber halt offscreen. Das Problem ist aktuell, dass wir, sagen wir so, sehr mit von einem Bauabschnitt, sag ich mal, zum nächsten. Deswegen habe ich auch schon mal nicht die Folgen einfach jetzt länger zu machen, weil ich jetzt heute Abend eh Zeit habe. Irgendwie so halbe Stunde oder so. Weil ich heute Abend eigentlich eh nichts mehr Wichtiges zu tun hätte. Die aktuelle Folge, die heute noch kommen sollte, am 10., die ist raus. Die restlichen vier sind geplant und fertig gemacht. Das habt ihr gemacht, die sind hochgeladen schon und alles mögliche, ist alles fertig. Ich habe heute nichts mehr so Wichtiges auf dem Zettel stehen. Und da habe ich mir gedacht, komm, kannst du jetzt erst noch ein bisschen aufnehmen, weil dann habe ich bis Samstag fertig und kann zur Not frei im Mittwoch schon anfangen, wenn ich von der Schule komme, für die nächste Woche zu machen. Also ich am Wochenende vielleicht ein bisschen Puffer habe, um nochmal zu gucken, was dort so geht und so, weil ich Freitag ist EEPA verplant, wenn ich von der Firma komme, geht's essen und dann wird eigentlich so voll aufgenommen, habe ich vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Also da ist eigentlich nie viel mehr Zeit. Das heißt, im Endeffekt müsste ich dann schon Samstag haben wir Hochzeit von den Nachbarn her. Das geht eigentlich also auch schwer, wenn wir morgens Kranzaufhänger haben. Habe ich um Mittag rum wahrscheinlich noch so zwei Stündchen Zeit. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich schon morgens die erste Flasche Bier und den ersten Kurzen weg haben, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr so proppe, wenn ich da noch anfange aufzunehmen. Denke ich mal, das ist natürlich gesagt, so eine Vermutung. Donnerstagabend bin ich auch nicht da, das ist auch so, wird der Kranz gebunden bei den Nachbarn, also das ist aktuell auch schwierig. Ich muss gleich nochmal was abklären. Kacke, ist immer dunkel, wenn ich das mache. Ach, leck mich da am Arsch. Muss ich mir morgen unbedingt mal aufschreiben. Ich muss mich unser Kranzseil raussuchen, wir haben nicht ein Kranzseil. Was wir immer nutzen, wenn die Nachbarn Hochzeit haben oder irgendwelche Hochzeiten oder sonstige Sachen wird das immer benutzt. Was hat, sag ich mal, die passende Decke, die passende Länge für alles. Und hat bisher auch um jede Haustür gepasst. Von daher, ja. Seht's mal ab, ich werde gucken, dass ich da so viel wie möglich fertig kriege noch. Dann haben wir aktuell unten diesen Windows aktivieren da stehen. Das, glaube ich, stand in den ersten Folgen noch nicht da. Falls ja, ist es mir einfach noch nicht aufgefallen. Warum steht das da? Ich habe die Windows-Version Windows Enterprise. Woher habe ich die? Ich hatte eine ganz normale Windows 7 Lizenz, habe dann bei Windows 7 abgedatet auf die Windows 10 Lizenz. Und bei dem Update auf die Windows 10 Lizenz habe ich die Windows 10 Enterprise Version bekommen. Was grundsätzlich ja auch nicht schlecht ist, die zu haben. Ich dann... Erstmal soweit lief ja auch alles. Jetzt habe ich vor ein, zwei Wochen die Windows-Update gefahren. Ganz normales Windows-Update, wie man das halt öfters macht. Und jetzt fängt Windows an zu sagen, ne. Jetzt fängt er jedes Mal an, Lizenzschlüssel ist nicht mehr aktuell. Mein Windows 7 Lizenz-Key kann ich nicht eingehen, sagte, gibt's nicht. Das heißt, ich warte noch zwei, drei Tage und gucke, was passiert insgesamt. Oder... Im Endeffekt werde ich sagen, komm, scheiß drauf, ich hole mir nur Windows, weil der Windows Enterprise Version liegt, keine Ahnung, bei richtig viel Geld, die liegt bei dreistellig gut, glaube ich. Das heißt, die ist unheimlich teuer, ich glaube, die holen mir ganz normal Windows 10 Version. Ich brauche ja, sag ich mal, nicht mehr Windows 10 Version, reicht ja. Sage ich mal, kostet dann 10, 15 Euro, das ist es mir, sag ich mal, auch wert. Zur Not dann nochmal Geld auszugeben, weil es ist jetzt nicht so zu teuer. 10, 15 Euro, damit kann ich... Ach, Auto, fick dich, bleib stehen. Aus! Was? Ja, Rops. Doch nicht gehabt.
Ich glaube, die ist es mir wert, diese 10, 15 Euro da auszugeben. Oder lass es auch 20 Euro kosten. Dann habe ich sie zumindest eine richtige Windows 10 Lizenz und dann ist mir doch eigentlich egal, weil grundsätzlich aufnehmen mit dieser Meldung, mir persönlich ist es am PC gar nicht mal aufgefallen erst. Mir ist es erst beim weißen Hintergrund richtig aufgefallen. Als ich die Thumbnails gemacht habe, habe ich in meinem Bearbeitungsprogramm bei GIMP oder Paint einen grundsätzlich weißen Hintergrund immer. Und da ist es mir erst so richtig aufgefallen, dass ich da dieses da stehen hatte. Mir ist es echt nicht aufgefallen. Und von daher habe ich dann gesagt, hole ich mir halt morgen, weil heute habe ich da echt keinen Bock mehr drauf. Ich habe halt echt keinen Bock mehr, mir noch die zu holen. Ja, grundsätzlich, wenn ich mir da irgendwo einen Key hole, was ich auch wahrscheinlich machen werde, bei irgendeinem meiner Händler oder so, dann habe ich den innerhalb von einer halben Stunde da und dann ist halt eigentlich meistens auch gegessen. Oder ich hole mir irgendwann nochmal einen Windows-USB-Stick zum Booten oder so ein Kram, ich weiß es noch nicht. Oder ich hole mir einfach so ein Windows-Key, dann ist mir dann eigentlich schon fast egal, den trage ich da ein und wenn der irgendwas updaten muss, dann soll er es mir machen. Wenn das irgendwie eine andere Version ist und der irgendwas updaten muss, lange Windows funktioniert grundsätzlich. Meine ganzen Programme, ich glaube mein Word könnte glaube ich auch mal eine neue Version vertragen. Aber die Word 2019 Version, also Office 2019 ist das ja insgesamt, die ist ja schon unheimlich teuer. Also da liegen wir glaube ich bei weit dreistellig. Natürlich, die kann einiges, also davon habe ich abgesehen, aber ich glaube mit meiner 16er Version bin ich aktuell unheimlich zufrieden. Was das angeht, ich brauche ja, sag ich mal, nicht so viel, so ein bisschen Windows, ein bisschen Word, ein bisschen Excel, vielleicht ab und zu auch mal PowerPoint, aber das ist ja eher seltener geworden, als ich auf einer weiterführenden Schule war, war das ja relativ häufig sogar, da haben wir die öfters gebraucht, aber im Endeffekt mit Google Drive hast du ja eigentlich zur Not auch Word, Excel, PowerPoint, falls du sie brauchst, zwar nicht in einer guten Version, in einer Online-Version, aber grundsätzlich geht das ja auch, das ist ja alles soweit eigentlich gar kein Problem. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das halt wohl gehen wird und von daher werde ich wohl, glaube ich mal, mir die Version holen und das habe ich jetzt heute irgendwie noch keinen Bock drauf gehabt, weil es mir auch gerade so aufgefallen ist und ich wollte heute noch ein bisschen was aufheben und dann, wenn lange Windows jetzt noch läuft und er mich nicht irgendwie dermaßen auf den Sack geht oder ich sage mal nur noch mit, ich starte PC und dann kriege ich sofort die Windows-Eintragung und ich kann das nicht mehr umgehen oder so, dann ist das spätestens fällig, dann hole ich es mir am Handy oder Gott weiß Gott wo den Key eben und dann, ich kann auch am Handy überall drauf zugreifen, von daher ist das jetzt nicht so dramatisch. Falls das dazu kommt, weil dadurch, dass ich mein PC auch tagtäglich gebrauche, wie jetzt mal montags abends aufnehmen. Also ich hätte das natürlich alles schon längst fertig gehabt, wenn ich mein Key frühzeitig bekommen hätte, aber ist nun mal leider nicht. Aber montags geht ja auch noch. Morgen, was steht denn morgen Abend auf dem Zettel? Weiß nicht, mein Kalender auch. Irgendwie fahren mehr Autos, habe ich so ein Gefühl. Wir sind ja die Tour die letzte Mal, also gestern schon gefahren. Da wusste ich das ja noch nicht ganz. Ich habe es mir gedacht, dass du hintereinander wegarbeiten musst. Und wenn du irgendwas nicht geschafft hast, dann kannst du trotzdem weitermachen, aber das ist dem Spieler Latte. Habe ich mir so gedacht. Jetzt fahren wir die halt nochmal. Ist jetzt auch kein Drama, denke ich. Und ich denke mal dann, weil das ein Dauerauftrag ist, wird, denke ich mal, unser fester Mitarbeiter die Tour morgens übernehmen. Vielleicht auf Dauer mit dem zweiten Bus, wenn sich das irgendwann mal rentiert. Oder so, weil dann werde ich, denke ich mal, so eintüddeln, dass der Fahrer viel fährt und ich dann vielleicht einmal pro Woche oder so oder zweimal pro Woche die Runde fahre. Weil die kann man ja im Endeffekt auch spielen, mal eben so zwischendurch, sage ich mal so. Kann man einmal weiterspielen. Ich bin ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen, glaube ich. So, ich komme ein bisschen näher. Von daher wird das, glaube ich, nicht so unbedingt das Problem werden für uns alle. Ganz gespannt, weil ich das erste Mal tanken muss mit der Schüssel.
schon ein bisschen was mehr los als gerade. Und hier, wenn du an das Spiel spartest, steht ja ganz normal. TMA Studios, Aerosoft, das Spiel steht auch PDP dabei. PDP. Die den PBS gemacht, den Busbetriebsmeister VMC gemacht haben, stehen jetzt hier auch mit drin. Ich denke, die haben damit auch ihre Finger mit im Spiel gehabt. Sonst würden die da, glaube ich, nicht mit drin stehen. Oder ist irgendwie eine Kooperation? Wer weiß, wie das zusammenhängt insgesamt. Oder waren die das insgesamt selber? Ich blickte da glaube ich bisher noch nicht ganz durch. Aber das ist ja grundsätzlich auch nicht so. Wir fahren jetzt einmal zu einer Halbstelle und dann drehen wir sogar schon wieder um. Ist eher so ein Shuttle-Betrieb hier. Ich sag gar nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Vielleicht noch einen Bus kaufen für die Daueraufträge oder so, weiß man ja nicht. Das Problem ist, ich habe keinen Platz bald auf dem Hof. Also der Hof ist ja relativ eng, in Anführungsstrichen. Also es wird schon lustig, da mit zwei Bussen anzuhantieren. Musst du mal gucken, dass am besten eigentlich brauchst du zwei Fahrer pro Bus und die fahren dann halt den ganzen Tag Daueraufträge eigentlich am nächsten. Springst du einfach mal einen halben Monat vor, dann ist das, oder Wochen vor und dann, oder immer jeden Tag und dann guckst du, was passiert und so. Ich weiß auch nicht, wie das geht, ob das möglich ist oder wie das aufgeteilt ist. Weil eigentlich geht es wahrscheinlich schon, wenn du irgendwann genug Aufträge hast, dass du, sage ich mal, eigentlich einen ganzen Tag nur am Plan bist, wer morgen welchen Bus mit welcher Tour unterwegs ist. Und natürlich dann immer noch die neueren Touren selber einfahren, das ist natürlich ganz klar. Aber das geht ja aber auch teilweise ab, ey, leck mich am Arsch. Doch ganz schön. Ja, es ist halt einfach noch die Frage, inwieweit ich euch teilweise mitnehme, ich immer noch wieder mitnehme oder die ganze Zeit mitnehme. Oder ob ich, sag ich mal, wirklich, weil ich hätte auch mal Bock, alleine hier Runde zu spielen. Das Problem ist, fange ich dann zweiten Spielstand ab, bin ich unheimlich schnell, unheimlich weit. Das ist dann das Problem, dass ich bin relativ schnell, relativ weit dann voraus, weil ich ja die, sag ich mal, nur jede Woche produziere oder einmal pro Woche dann 3-4 Stunden aufnehme. So ein Endeffekt. Denke mal um Weihnachten herum. Ich denke jetzt, ich werde gucken, dass ich relativ geschmeidig mit 15 bis 20 Minuten Folgen bis... Ach, kack die Wand an, ey. Bis Ende des Jahres komme. Gehe ich davon aus. Oder mindestens bis um Weihnachten herum. Dann werde ich so am Weihnachtswochenende... Denke ich mal... Wenn ich, sag mal, unsere Special-Videos produziert habe... Wieder mal aussteigen, dankeschön. Man hört sogar die Anschnaller, leck mich am Arsch. Einer noch. The bus is empty. Oh. Fahr. Ich denke, wenn jetzt die Tour in einer Tour fertig machen, dann haben wir dann wahrscheinlich so eine halbe Stunde oder so. Dann ist sie nämlich abgefrühstückt wieder. Also ich muss sagen, bisher macht es mir Spaß. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen was gespielt und bisher macht mir das echt Laune. Es war leider ein bisschen spät, aber... Fatzen! Ich weiß nicht, ich glaube mit dem Geschlenki würde ich das hier irgendwie geiler finden, als mit so einem klobigen... Reisebus. Oh, da war eine Stoppstraße. Naja. Glaube ich. So, einmal einsteigen wieder.
Passagiere einchecken. Ich lasse die mal einsteigen, dann gucke ich, was ich machen kann. Mit dem Smartphone hier am Tüddeln. Geht aber gar nicht, ja, wir wollen mal los, sonst. Also man muss ja schon sagen, Busunternehmen, der relativ neu ist, fährt, hat direkt so einen riesen Bus am Start. Der neu auf der Insel hat, hat direkt so einen relativ großen Bus am Turm. Finde ich schon geil. Bisse zeigen wir hier auf große, gute Technik setzt. Das ist ja immer so. Natürlich, immer wird es brandneue Busse geben, das ist klar. Aber ich glaube, aktuell sagt unser Finanzmeister dazu, nee, ich glaube, das lassen wir erstmal noch. Zu Weihnachten lief ja. Ich finde, das Radio ist auch ganz einfach außen anzumachen. Also es ist sehr angenehm, finde ich sogar. Ich habe jetzt mir gedacht, komm, kann Radio einfach mit lauter und leiser komplett machen können. Ja, genau, es sieht mich jetzt ziemlich aus. Wenn ich ein auf Plus drücke, müsste es angehen. Genau. Genau. Sieht man noch bei 7.45 Uhr. Bin mal gespannt, was der Dauerauftrag ist. Jeden Tag, einmal pro Woche oder so. Weil jeden Tag wäre schon hardcore, glaube ich. Da würde ich auf jeden Fall Fahrer, glaube ich, einstellen, die für Tour fahren. Oder erst natürlich den Mitarbeiter, der muss laufen. Der muss eigentlich den ganzen Tag unterwegs sein, am besten. Deswegen habe ich das mit den Stunden noch nicht ganz geknallt, weil irgendwie kann der nur 40 Stunden und das pro Woche. Ja, natürlich, aber irgendwie finde ich, weiß ich noch nicht. Also eigentlich müsste der 8 Stunden pro Tag fahren dürfen können. Also 9 Stunden und Tour plus eine Stunde insgesamt Pause. Ob der dann zum Betriebshof kommt oder dort stehen bleibt, wo er steht und dann von dort aus weiterfährt, wäre mir grundsätzlich Latte. Keine Ahnung, wenn er dann nur passend fährt, ist es egal, ob er dann noch, wenn er nah dran ist, kann er noch zum Betriebshof kommen, kann sich dann Kaffee trinken und dann weiterfahren zum Beispiel. Und ich glaube, Blitzer gibt es nicht. Also welche teilweise Durchzimmer. Jetzt steht hier keiner, ist perfekt. Muss ich da drücken? Hier muss man auch mal gewaschen werden, ey. Alle aus, alle rein. Dann kann es weitergehen. Schon zur Endhaltestelle. Ja, Endhaltestelle. Auf geht's. Dann habe ich die Tour mich dann auch gefahren und dann müsste ja eigentlich unser Eingestellte die Tour fahren können. Bin mal ganz gespannt. Optimal wäre, wenn er die Tour fährt, von dem Punkt, wo er dann endet, wieder an der Endhaltestelle, wo dort das direkt eine weitere Tour fahren könnte. Das wäre, sag ich mal so, das Optimum an Auslastung. Aber ich glaube, so gut ist das Spiel, glaube ich, nicht, dass das geht. Natürlich, jemand hasst man wahrscheinlich so viele Linien, da könnte man dann auch einfach so eine Zwischenlinie machen, wenn dann irgendwas hast, boah, geil, da bräuchte ich nur eine Linie, weil der da eine Leerfahrt hat, dann dass ich da einfach auch eine Tour machen, weil ein paar Leute werden da wahrscheinlich eher einsteigen. Huh! Ganz vergessen, was da der Huckel war. Ich denke mal, das würde wohl gehen.
mal ganz gespannt, wann wir in Richtung Wartung, Reparatur unseres Busses gehen. Ich glaube, der ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Vor allem, der könnte gewaschen werden. Ich finde, der Bus muss sauber aussehen. Oder man macht den einfach schwatt, dann fällt das gar nicht so auf. Bin mal ganz gespannt. Ich glaube, man kann auch Repaint oder draufknallen. Habe ich zumindest schon ein paar Bilder von gesehen. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch so können. Weil im Workshop war ich jetzt irgendwie noch nicht ganz so erfreut. Oder ich habe zumindest nichts gefunden. Oh, oh, oh. Tanken bin ich auch mal ganz gespannt, wann wir da dran müssen. Ja, sonst schnappt man sich den Bus und fährt zur Tanke. Können mit da, fahr mal im Tanken. Fahr mal im Tanken und wasche. Linker raus und rum. Weil ich finde, ein sauberer Bus gehört dazu, glaube ich. Sauberer Bus sollte zum Unternehmens gehören. Natürlich, die werden dreckig, ist klar. Und dann sollte man die auch zumindest regelmäßig waschen. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt jeden zweiten Tag waschen fahren muss, auf was ich denke. Glaube ich. Also bin ich da schon da. Oder weil ich immer durch die Dings fahre, dass der vielleicht so dreckig wird. Könnte ja auch möglich sein. Ist die erste, ist der zweite. Alter Vater! Ab und zu. Leckt mich da, mag mich das Spiel nicht. Ich habe die Zielanzeige vergessen. Scheiß drauf. Geht auch ohne. Upsala. Das Lenkrad in einer anderen Position, als ich dachte. Ich habe nicht nur ein bisschen geachtet. Dachte, ich hätte das in einer anderen Position gehabt. Aber ist ja gar kein Problem. Dann fahren wir noch zum Betriebsgelände, dann ist die Folge auch vorbei. Dann haben wir wahrscheinlich so eine halbe Stunde, denke ich mal. Müssten jetzt über 28 Minuten, glaube ich, liegen. Und dann gucken wir uns dann in einen morgigen Folge, also am Samstag mal in einem halben Stündchen oder so an. Was es denn da noch so Schönes gibt. Oder was uns als nächstes erwartet, er gesagt. Weil das ist ehrlich, sag ich mal, das Wichtigere daran. Was erwartet uns denn morgen? Und daher gehen wir den Bus jetzt nochmal richtig pin. Was gar nicht so ganz einfach ist. Irgendwie eine richtig lange gerade Straße. Eigentlich haben wir bisher noch nicht viel gesehen. Wir sind bisher... Eigentlich haben wir nur hier. Oder? Eigentlich waren wir nur bisher nur hier. So in dem Umfeld waren wir, glaube ich, so. Wir waren bisher noch nicht bis dann. Also, gibt, glaube ich, noch ein paar Kilometer zu fahren insgesamt.
werden wahrscheinlich auf Dauer wahrscheinlich auch noch so ein paar längere Touren dabei sein. Jo, ruckel, ruckel, ruckel leicht. Ich denke, das hat jetzt auch gerade mit der Aufnahme ein bisschen zu tun. Weil die auch mal ein bisschen Speicher futtert. Gut, aber ich fahre jetzt auch zum Betriebsgelände, treffe uns im Betriebsgelände wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Danke, danke. Ciao.